Moin Moin und herzlich willkommen zum Viertelfinale des FA Cup zwischen Leicester City und Manchester United. Wir gehen einfach mal in die Partie rein. Ja, genau, Madison. Ich habe einfach mal den Wettkämpfermodus angemacht. Mal sehen, was da jetzt passiert, ob da jetzt mal mehr Tore fallen oder so. So, Ricardo. Madison. Ndidi. Jamie Vardy. Vardy. Ndidi. Also Leicester will natürlich hier ins Halbfinale. Beide wollen ins Halbfinale. Das ist der dritte gegen den zweiten der Premier League. Und bis jetzt hat Leicester gefühlt 100% Ballbesitz. Und lässt den Ball auch nicht weg. Madison. Albrighton. Jetzt mal in die Mitte. Nee, zu Madison. Ist immer noch sehr viel Gedribbel hier von der KI. Aber Fred kann ihn klären. Rashford. Und jetzt Luke Shaw. Über die Seite. Über die linke Seite. Bruno Fernandes und Vardy sind im Fokus. Fred. Cavani. Edison Cavani. Bruno Fernandes. Cavani. Und jetzt aber. Mason Greenwood, McTominay, Bruno Fernandes, wieder auf Greenwood, Bruno Fernandes, dass wir diesen Ball reintragen, ne? Bruno Fernandes und Ball verloren nach 17 Minuten. Also heute ist es natürlich auch egal, weil heute gibt es bei einem 0 zu 0 Verlängerung. Jetzt aber mal. Nee, der Bass kommt nicht durch auf Jamie Vardy, weil er den nicht spielen tut. Aber jetzt Bruno Fernandes. Mal ein bisschen Gas hier. Edison Cavani. Das Einzige, was mir jetzt auffällt bei dem Wettkampfmodus, ist einfach nur, dass die ein bisschen mehr so Dribbling Moves machen. Aber. Also mehr ist mir da bis jetzt auch noch nicht aufgefallen im Moment. Also. Nee. Genau. Didi. Jetzt aber mal auf Vardy. Jetzt kann er vielleicht mal seine Schnelligkeit ausspielen. Nein, kann er nicht. Vardy. Harvey Barnes. Tielemans. Barnes. Madison. Madison. Vardy. 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 Tielemans. Vardy. Tielemans. Jetzt Vardy. Kann jetzt mal ein bisschen was hier anrichten. Da ist Barnes hinten die ganze Zeit. Jetzt aber Tielemans. Ndidi. Ah, und der Fehlpass von Ndidi. Und jetzt kann er schnell gehen. Edison Cavani. Auf Bruno Fernandes. Aber Ndidi holt sich den Ball. Albrighton. Leicester. Wann ist der? Kommt der erste Abschluss in dieser Partie? Es sind schon über eine halbe Stunde gespielt. Aber es sind noch keine Tore gefallen. Oder. Sage und schreibe Abschlüsse. Es sind bis jetzt noch nicht mehr Abschlüsse. Leicester hat ein bisschen mehr Dings und es ist ein ausgeglichenes Spiel im Moment. Es ist ein ausgeglichenes Spiel. Dass Leicester ein bisschen mit dem Ballbesitz dominiert. Jetzt aber. Harvey Barnes, Jamie Vardy. Ndidi, Jamie Vardy. Jetzt aber die Messe, da steht doch Albrighton. Aber Vardy, der dribbelt da zu viel. Jetzt wieder auf Ndidi. Ndidi verliert den Ball und dann bleibt es auch erstmal ohne Abschlüsse. United spielt auch nicht so gut und schon wieder der Ballverlust. Evans, Soyuncu, nee, auf Ndidi spielt er. Ein bisschen mehr muss gleich in der zweiten Halbzeit passieren, sonst geht es hier tatsächlich nach 90 Minuten in die Verlängerung. Und in der Verlängerung kann so viel passieren. Madison, ja, es geht. Es geht in die Verlängerung. Es geht in die zweite Halbzeit jetzt. Mit hoffentlich mehr Abschlüssen, als es jetzt der Fall ist. Zwar lässt er 73% des Ballbesitzes.
Und Man U nur 27. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, nach vorne zu spielen und endlich mal hier ein Tor zu machen. Emirates FA Cup. Da stehen auch die beiden Trainer. Beide sind sie noch sehr gelassen. Naja, da steht 0 zu 0 und es kann noch viel passieren. Also wenn ich das erste Tor schießt, denke ich mal, entscheidet das Spiel auch für sich. Jetzt aber mal Jamie Vardy. Einfach mal ausdribbeln und vielleicht einfach mal, er geht wieder Richtung Eckfahne. Jamie Vardy ist einfach mal in die Mitte, da, Ndidi. Ndidi. Barnes. Es müssen einfach mal Abschlüsse jetzt her. Barnes und Barnes, nein. Nein, 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 nein. Das ist ein grässliches Spiel heute. Es geht zwar viel hin und her, aber die Pässe. Ah, Rashford kann den Ball nicht kontrollieren. Marcus Rashford kann diesen Ball nicht. Oh, cool. Ayus Perez. Kommt jetzt für. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt für Barnes kam. Nee, kam für Albrighton. Und jetzt aber Ayoze, oh, das ist mal ein guter Pass auf Ayoze Perez. Bringt er vielleicht mal, er hätte vielleicht direkt schon mal die Flanke bringen müssen. Ayoze Perez. Ndidi. Madison. Tielemans, jetzt aber. Vardy. Vardy verliert den Ball. Und jetzt vielleicht mal Man United, vielleicht mal mit einem gescheiten Angriff. Mal mit dem ersten Abschluss nach 60 Minuten. Fred. Cavani. Bruno Fernandes. McTominay, McTominay und Bruno Fernandes. Zählt das schon als erster Abschluss? Ja, es zählt. Also bis jetzt hätte Man United es mehr verdient, weil sie schon einen Abschluss haben. Aber mehr Ballbesitz hat natürlich Leicester City. Es ist wirklich ein aufreibendes Spiel bis jetzt, aber es kann alles passieren. Madison. Wadi. Ndidi. Jetzt muss noch mal mehr Abschlüsse hier. Wadi, Madison, Wadi, Madison. Schick ihn doch mal quer. Ja, jetzt aber Wadi. Wadi. Ayoze Perez. Und da ist auch der erste Abschluss für Leicester. Also bis jetzt kam eigentlich noch keiner aufs Tor. Auch wenn EA es wahrscheinlich so sieht. Ja. Aber es sind keine aufs Tor. Weil es sind zwei geblockte Schüsse gewesen, die wären aufs Tor gegangen, aber sie sind nicht aufs Tor gegangen, deswegen keine Torabschlüsse für mich. Es sind einfach nur Schüsschen, die abgefälscht wurden. Jetzt aber mal. Ah, Bruno Fernandes verliert man eben dabei. Es sind jetzt knapp 77 Minuten gespielt. Es gab jeweils einen Abschluss auf jeder Seite. Es ist nicht sehr viel, da gab es ja sogar in den anderen Spielen sehr viel, zum Beispiel bei. Beim 0 zu 0 von Man United gegen AC Milan, wo das Spiel nach 2 zu 11 Schüssen 0 zu 0 ausging. Jetzt aber Barnes, war schon in der Abschlusssituation drin eigentlich. Tielemans und schon wieder neu auffangen. Barnes, Ndidi, Barnes, Ndidi. Ndidi, und jetzt verlieren die gleich den Ball. Locker. Ja, komm. Didi. Madison! Oh, warum schießt er denn nicht? James Madison! Warum schießt er da nicht? Mann, 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 warum schießt er da nicht? Die Abschlusssituation war da und jetzt geht er auf den Rückweg. Holy shit. Didi, Tielemans. Tielemans. Mann, Junge, das ist doch nicht wie in den Wettkampfmodus, dass sie so viel dribbeln jetzt hier, oder? Die dribbeln ja gefühlt nur noch. Ja, das war's. Es gibt Verlängerung. Oder gibt es jetzt nur einen letzten Angriff? Eigentlich Schiri? Nein. Es gibt die Verlängerung. Es gibt die Verlängerung im FA Cup. Viertelfinale zwischen Leicester und
Auch wenn Leicester schon Abschlusschancen gehabt hätte, aber dann zu viel gedribbelt hat. Matic kam für McTominay. Rashford. Fred. Oh. Cavani. Edison Cavani. Ndidi. Ayoze Perez. Jetzt muss aber auch immer was passieren, sonst gehen wir es halt tatsächlich ins Elfmeterschießen. Oh, aber der Pass ist schwach von Jamie Vardy auf Barnes. Jetzt aber Greenwood. Greenwood. Cavani. Diese ganze Dribbelei und Tielemans holt sich den Ball. Harvey Barnes. Madison. Ndidi. Vardy, 100. Minute und wieder der Fehlpass von Jamie Vardy. Es ist echt ein lahmes Spiel hier, weil es einfach 0 zu 0 ist. Es gibt keine Abschlusssituation. Es ist aber alles nur Mittelfeld. Sehr viel Mittelfeldgeplänkel mit sehr viel Dribbling. Schafft es hier noch irgendeine Mannschaft, irgendwie diesen Führungstreffer zu erzielen? Madison fällt hin, weil Vardy gefühlt über die Füße läuft. Jetzt stehen sie sich auch noch gegenseitig im Weg. Man United nochmal. Aber sie kommen nicht nach vorne und dann pfeift der Schiri zur Halbzeit. Zur Halbzeit. Danke. Warum lässt du auch immer bei einer Minute 2 Minuten spielen? Also das ist so unmöglich manchmal. Also Fazit ist auf jeden Fall, Zweikämpfe sind ausgeglichen. Ballbesitz immer noch ein Plus für Leicester, aber was an Abschlüssen Perez in der 71. und Fernandes in der 64. Also es ist noch nicht viel, was jetzt hier passiert. Und jetzt kommt auch noch Iheanacho. Iheanacho kam für Vardy zur Halbzeit. Van de Beek kam auch für Bruno Fernandes. Fernandes? Ja. Für Bruno Fernandes, der am Ende wahrscheinlich im Elfmeterschießen nicht dabei sein wird. Oder er wird nicht dabei sein, das ist schon mal klar. 10 Minuten noch. Schafft hier noch irgendeine Mannschaft den Lucky Punch? Und kann hier ins Halbfinale des FA Cups. Okay. Ayuso. Ayuso Perez. Und wieder Dribbling. Dribbling, 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 Dribbling. Jetzt aber Tielemans. Tielemans. Barnes. Jetzt mal einfach den Abschluss suchen. Madison. Madison jetzt in die Mitte. In die Mitte. Madison. Oh Gott. Da wäre doch die Chance gewesen, hätte er den frühzeitig schon auf Harvey Barnes gespielt. Iheanacho. Ndidi. Und jetzt laufen die letzten 2, 3 Minuten nur. Plus Nachspielzeit. Und wieder nach hinten. Evans, Evans, Ndidi. Kastanje. Und jetzt aber nochmal einen letzten gescheiten Angriff hier. Tielemans. Barnes. Nein, das war's wohl. Es geht ins Elfmeterschießen zwischen Manchester United und Leicester City. Wir können mal gucken, wer jetzt. Oh, Madison kommt als erstes an den Elfmeterpunkt und macht ihn rein. Cavani gegen Schmeichel. Und Cavani mit Lässigkeit macht da ihn da rein. Tielemans. Tielemans liegt unten. Oh, der macht den sicher. Marcus Rashford. Wo macht er hin? Er luft den auch in die Ecke. So langsam müsste Schmeichel es aber wissen, was sie da machen. Ayoze Perez. Er spielt den auch schön in den Winkel. Jetzt aber macht Fred jetzt genau das gleiche wie die anderen auch? Nein. Er schießt den platziert dahin. Iheanacho. Steht 3 zu 3. Und Iheanacho. Und Rea ist zum 4. Mal geschlagen. Greenwood auch ganz sicher. Jetzt wohl was sie in der Essen soll. Das haben sie sich also. Und boah, Ricardo Pereira mit einem Traumelfmeter in den Winkel. Jetzt hat Martic. Wenn Martic jetzt verschießt, dann ist Man United raus und Leicester City gewinnt das Elfmeterschießen. Aber Martic, das haben sie sich alles aufgehoben. Deswegen haben sie nur so wenig Abschlüsse. Ndidi.
Und Didi auch ganz sicher. 6 zu 5 Elfmeterschießen. Es muss Donny van de Beek. Donny muss jetzt treffen für Man United. Sonst ist hier alles vorbei. Donny van de Beek und er schießt rüber. Und Leicester City gewinnt das langweilige Viertelfinale gegen Manchester United mit 6 zu 5 nach Elfmeterschießen. Donny van de Beek verschießt. Auch noch der für den besten Elfmeterschützen bei Man United eingewechselt wurde, für Bruno Fernandes. Ja, das war doch mal wieder ein aufregendes Spiel, auch wenn nicht so viel passiert ist. Nicht wundern, das ist wegen FA Cup Finale, weil ich wollte ja im FA Cup spielen, nicht in der Premier League. Genau, Leicester City gewinnt mit 6 zu 5 im Elfmeterschießen. Okay, meine lieben Freunde, das war's mit der vierten Folge? Mit der vierten Folge, genau. Vom Spiel des Tages, es geht 6 zu 5 für Leicester City aus und wir sehen uns morgen beim Spiel zwischen Düsseldorf und VfL Bochum. Haut rein und ciao, ciao.